Hallo und herzlich willkommen, da sind wir wieder, ein neuer Versuch. Der Part ist ja noch so jung, mal gucken, wie viel wir in diesem Part schaffen. Oh, das wollte ich so nicht. Okay, so. Ich habe die Aufnahme direkt wieder gestartet, ja, nach dem letzten Part, bla bla bla, es geht direkt weiter. Och, da weiß ich dann nicht, warum er nicht hoch abspringt, keine Ahnung. Das passiert mir aber auch bei DKCR voll oft. Das ist so ein allgemeines Problem, was ich irgendwie... Also wenn es ein wirklich großes Problem gibt, dann sind es diese Sprünge von... Ich weiß nicht genau, wieso er da dann halt nicht so hoch abspringt, sondern so niedrig. Naja. Wir gucken einfach mal, wann wir es hier schaffen und wenn ich hier noch eine Stunde dran sitze, ja. Es ist halt jetzt gerade so mein Problem, meine Problem-Challenge. Oh, krass. Jetzt habe ich wieder, habt ihr gemerkt? Ja, und da, wo ich gelandet bin, war der Knochen trocken. Aber ich bin bei den Wandsprüngen wieder durcheinander gekommen, weil ich irgendwie ein zu viel eingebaut habe. Und deswegen ist der Knochen trocken weggelaufen. Das ist dann tatsächlich jetzt einfach mein Fehler. Also es ist die ganze Zeit mein Fehler. Aber das ist so ein Fehler, da bin ich wirklich selber in Schuld. Ey. Das muss dann einfach nicht sein. Okay. Ja. Das ist doch prinzipiell eine schöne... Nein! Wieso? Das ist so random Shit. Das ist so random Shit. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe nicht, wieso das so passiert. Ich verstehe es einfach nicht. Warum ist der da jetzt auf seinen Kopf gesprungen? Und warum? Wieso gehe ich jetzt an die linke Wand? Ey, das ist vielleicht gar nicht so schlecht. Wieso kriege ich da? Wieso springt der vom zweiten Knochen trocken niedrig ab? Ich weiß nicht wieso. Ich drücke die Knöpfe. Das überrascht mich jedes Mal selber, wenn das passiert. Jedes Mal. Es war doch perfekt, ey. Es war doch perfekt. Es war perfekt. Natürlich, der hat den Kopf nicht mal auf dem Kopf. Auf dem Hals. Der hat keinen Hals. Sack Knochen trocken, ey. Natürlich bin ich auf einmal tot. Ja, ist ja sonst... Wenn sonst nichts ist. Wieso? Wirklich, wieso? Das ist so unnötig. Ich hätte es gerade wieder schaffen müssen. Ich
bin dann auch immer, weißt du, wenn halt die Versuche kommen, wo es gut läuft, dann bin ich selber schuld. Ich bin halt momentan nicht in der Lage, die zu verwandeln, weil ich weiß nicht warum. Normalerweise kann ich das. Ja, ich bin halt. Ich war noch nie so der Typ, der durch Try and Error jedes Mal immer so, ich werde immer besser. Ich war schon immer so eher derjenige, der hat einfach immer gemacht und irgendwann, zack, hat es halt funktioniert. Wieso? Warum fehlt mir da auf einmal so viel Speed und so? Warum ist er da auf einmal so niedrig? Es ist so. Hallo. Wir brauchen die Zeit, das ist ganz wichtig. Wir müssen am besten immer sofort darunter, weil wir brauchen die Zeit ohne Ende. Okay. Boah, Alter, hast du gesehen, wie ich da einfach mal voll weit nach rechts geflogen bin? Was mache ich da? Das ist gerade alles kreuz und quer, was ich hier mache. Manchmal habe ich das Gefühl, dass der sich anders steuert in der Luft. Dass der manchmal irgendwie. Ich weiß auch nicht. Manchmal ist der schneller und manchmal. Dankeschön. Angenehm auch, ja. War schön mit euch, Knochentrockens. Schön, dass ihr so lange auf meinem Kanal seid. Ich hab euch ganz so lieb. Aber jetzt verpisst euch. Weil, geht Knochen trocknen. Was weiß ich denn? Geht einfach. Lasst mich in Frieden, ey. Ich will jetzt eine Zeitherausforderung machen, glaube ich. Ach komm, Münzoase. Ein Stern. Kann ich mich noch mal ein bisschen blamieren. Ja, ich glaube, die habe ich schon mal verkackt. Wie komme ich denn da oben in die Ecke? Ah, okay. Schade. Mal kurz gucken und so, bla bla. Wichtig ist, dass man oben so die Ecke mit Eimer schafft. Ich glaube, der Rest ist relativ optional, wann du die einsammelst. Ich glaube, Zeit hast du dafür prinzipiell genug, ja. Locker. Locker. Locker genug Zeit. Wichtig sind die beiden Münzen oben in der Ecke. Wenn du die hast, dann hast du gewonnen. Super, haben wir auch geschafft. Yeah, Münzoase. Wunderbar, 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 wunderbar. So, dann gehen wir mal in die Zeitherausforderung. Ja, doch. Gesichtsfelsen, Wüstensprint, 56 Sekunden oder weniger. Dann wollen wir doch mal schauen. Ich glaube, das war nicht so gut. Ob man da vielleicht einfach drüber springen kann, komplett. Für die Sternmünze kriegt man keine extra Zeit, oder? Ich musste kurz aufhören zu sprinten, weil... Oh. Die Virendatenbank wurde aktualisiert. Danke, danke. Hast mich nicht erschreckt. Hab grad nicht den Lauf wegen dir komplett verkackt. Nein, nein, nein. Wo denken wir hin? Ach, patapa. Wow, was war das, Alter? Ich hoffe, bei so einem... Ja, ich glaube, meine TV-Karte stürzt jetzt ab. Ich glaube, das war ungefähr so musste das. Ich hoffe, dass wir durch so ein Lag in Fraps wird es hoffentlich nicht asynchron, aber ich glaube nicht. Allerdings werden wir aufgrund dessen den Part heute auf jeden Fall nicht so lange machen. Ich würde gern sterben, wenn das möglich. Danke, danke. Merci beaucoup. Ah.
Ups, das war knapp. Ja, so ist es vielleicht tatsächlich besser. Keine Ahnung, ich wüsste jetzt nicht, wo oben der Vorteil sein soll. Nein, nein. Entweder über den Koopa drüber springen oder mit dem Koopa den Sprung weiterziehen. Aber ich konnte jetzt beides nicht so genau erkennen, was da die bessere Variante ist. Nee, hier mache ich irgendwas. Wobei. Oh komm, ey, der Koopa, ey. Als würden sie mich fressen. Ich schwör dir, da springst du 15 Mal so auf den Koopa wie ich gerade und stirbst nicht und einmal stirbst du. Ich weiß nicht so ganz genau, wie ich hier den Anfang machen soll. Weil da kriegst du immer so einen leichten Knockback, oder? Also du wirst immer so ein bisschen nach hinten gedrückt. Das kostet mit Sicherheit Zeit. So. Würde ich mir jetzt einfach mal so vorstellen. Egal. Wir laufen jetzt einfach mal durch, egal was passiert. Einfach um mal zu gucken, wo das Ziel ist. Was sonst noch so alles kommt. Mein Gesicht juckt. Ja. Ich habe gerade an meinem Gesicht gejuckt, deswegen hat er den diesen Schraubensprung gemacht, weil ich geschüttelt habe, glaube ich. Gerührt, nicht geschüttelt. Ja. So. Naja. Also ich denke nicht, dass das hier der Sprint ein großes Problem wird. Ich denke, da muss man halt einmal ein bisschen gucken. Ich weiß nicht so genau, wie ich den Anfang machen soll. Der irritiert mich wirklich sehr. Weil ich nicht so genau weiß, wo ich auf diese Statue springen soll. Ich wollte rutschen. Mann, lass mich doch einfach rutschen. Ich wollte einfach rutschen und der Koopa sollte sterben, deswegen. Ja, ich glaube, das ist tatsächlich auch irgendwie die beste Variante, die es gibt. Wieso? Das ist voll langsam am Anfang, oder nicht? Naja, ist egal. So. Nein, ich habe wieder den gleichen Fehler gemacht. Das ist dieser Sprung von dem Gegner runter. Weil du da hier den einen Knopf gedrückt lassen musst, damit du einen weiten Sprung machst. Und ich weiß nicht warum, aber das gibt bei mir Probleme. Das habt ihr ja auch bei der Och, komm schon. Ich will jetzt trotzdem mal zum Ende laufen. Ich will einmal gerne das Ende sehen, weil ich glaube, wenn ich einmal am Ende war, dann man weiß, wie die Strecke ist, dann geht es auch. Dann ist der Rest nicht mehr so schwer. Ja, einfach einmal hinten ankommen. Kommst du auch öfters hinten an. Das ist so ein... Ich weiß nicht, ob ihr es kennt, aber ich kann das noch sehr gut aus meiner WoW-Zeit... Aus meiner WoW-Zeit kenne ich das sehr gut. WoW, World of Warcraft, kennt vielleicht der ein oder andere, habe ich eine sehr lange Zeit gespielt. Auch sehr aktiv, sehr klar, sehr gildenlastig, gildenmäßig. Und da war es ja auch so, dass man, da hast du fünfmal die Woche 4 Stunden geraidet mit 25 Mann. Und da hast du dann auch einfach mal 3 Tage hintereinander, 4 Stunden jeden Abend, vor einem Boss gesessen und du hast diesen Boss einfach nie geschafft, ja, du hast, Alter, 4 Stunden warst du nur am Sterben und mit 25 Mann, weil dieser Boss mich ums immer auseinandergenommen hat und da lernst du halt einfach, du musst halt geduldig bleiben, man muss immer wieder neu versuchen und das, die große Erkenntnis ist, wenn du diesen Boss einmal tot hast, egal wie, ja, dann hattest du danach immer wieder, also dann war ja danach kein Problem mehr. Ich glaube, das war ungefähr gut. Dann müssen wir hier ein bisschen... hier ist das Ziel dann schon, wa? Hier, die gehen jetzt runter. Ja. Okay. Wenn wir da hinten ankommen, sollte das hoffentlich nicht mehr das allergrößte Problem sein. Hm.
Sollte jetzt hier der Ingame-Sound irgendwie async. Ach. Wenn du rutscht und genau in dem Moment aufstehst oder springst, wo du den Gumball halt noch nicht getroffen hast, dann hast du halt, dann hast du die Arschkarte. Bitte spring einfach, wenn ich dir sage, du sollst springen. Das wäre einfach mal sehr gütig. Es wäre sehr gütig, ja. Ich treffe aber auch immer jedes Loch so perfekt. Ich meine, da reinzuspringen ist wirklich wahrscheinlich schwieriger, als nicht da reinzuspringen. Ja, und auf jeden Fall, ne? Und es war tatsächlich so. Du hast manchmal 10, 15 Stunden gebraucht, also nicht am Stück, in meinen 4-Stunden-Sessions. Hast du manchmal für einen Boss, hast du auch manchmal, da hast du auch manchmal 2-3 Wochen gebraucht. Das sind dann in Spielstunden, ja, das sind dann schon so 20, 30 Stunden, wo du die ganze Zeit den gleichen Boss probiert hast. Natürlich, den gleichen Boss probiert hast. Immer wieder den gleichen. Und du hast ihn einfach nie geschafft. Und egal wie du es geschafft hast, wenn du es einmal geschafft hast, dann hast du ihn immer geschafft. Ich weiß nicht, ob ihr solche Phänomene auch aus irgendwelchen Situationen kennt. Vielleicht aus dem Sport. Weiß ich nicht. Leichtathletik könnte ich mir vorstellen. Da könnte es auch so. Da kannst du bestimmt auch, wenn du so 100 Meter Sprinter bist und du versuchst immer diese unter diese 10 Sekunden zu kommen und du schaffst es nie und das ist dann eine 10-0-0 und bla. Sobald du einmal eine 9-99 hast, dann läufst du wahrscheinlich öfters unter 10. Ich springe immer gegen diesen Koopa. Ich weiß nicht warum. Der ist da halt immer. Ich müsste mir den vielleicht mal merken, dass der da ist. Naja. Deswegen ist es jetzt auch nichts unbedingt, was mich hier komplett gerade. Also diese Challenges machen mich nicht komplett fertig. Ich finde das eigentlich ganz entspannt und ich möchte da auch relativ entspannt rangehen. Ja, es ist jetzt. Ob ich jetzt hier 10 oder 15 Minuten für brauche oder 20 oder 30, das ist mir relativ Rille. Und wenn es euch nicht passt, müsst ihr auch nicht zugucken. Ne? Ja, das war falsch. Ich hätte glaube ich. Ach ja, der macht das. Och, das ist nicht dein Ernst. Boah, das. Ey, du hast hier sogar. Da hast du sogar noch Toleranz, glaube ich. Ich glaube, das ist echt zeitlich. Wenn du hier ohne groben Fehler durchkommst, ist es, glaube ich, zeitlich locker machbar. Ich weiß nicht, ob ich da bei dem Gumma rutschen soll. Ob das Zeit spart, aber. Ich hatte da jetzt nicht so die Lust drauf. Ich wollte gerade sagen, hier könnte man rutschen, wenn man dann noch den Absprung richtig trifft. Wenn, ne? Wenn das Wörtchen, wenn ich wäre, wäre ich Millionär. Ja, normalerweise heißt es, wäre mein Vater Millionär. Boah, aber warum mein Vater? Ich will Millionär sein. Ich meine, wenn ich Millionär wäre, würde ich meinem Vater natürlich auch was abgeben, aber ich wäre gerne Millionär. Weil dann wüsste ich, dass ich so einige Sachen mir leisten könnte. Der Sprung war jetzt einfach mal random mittendrin. Er sollte so nicht da sein. Och, ich bin gesprungen, ohne Spaß. Ach, ist doch zum Kotzen. Ich habe die Sprungtaste gedrückt, zumindest geistlich. Naja, ist ja noch alles im grünen Bereich. So. Ich komm nicht. Wäre natürlich jetzt geil gewesen, wenn ich richtig hochgekommen wäre, aber. Das war mir nicht vergönnt. So, das war ganz gut. Ja. Dann. Hey. Wenn einmal der Wurm drin ist, dann machst du aber auch alles. Dann ist jede Abstandsmessung irgendwie in deinem Kopf falsch. Da klappt dann vorne und hinten gar nichts mehr. Nein. Da darf ich nicht den. Da
Habt ihr das gesehen? Mein Mi hat sich in der Luft geduckt, weil ich eigentlich rutschen wollte, aber viel zu spät gedrückt habe. Das sah voll lustig aus. Das ist ja der Wahnsinn, ja. Och, bitte. Ah, diese erste Statue ist nicht so wichtig. Man hat wirklich genug Zeit. Man muss ja einfach... einfach nicht in den Treibsand rein. Dann passt das schon. Bitte. Ja, nee. Das ist, war halt wieder komplett falsch. Wenn du einmal einen Fehler drin hast, dann rüttelt's richtig. Dann, das ist... da musst du dann auch... also, das ist wirklich... weil dann ist halt alles anders eigentlich. Ich muss da weiter. Ich musste nach vorne springen auf den anderen Koopa drauf. Ich will das immer nicht. Ich weiß nicht, warum ich das nicht will. Ich will immer vorher landen. Damit, das macht keinen Sinn. Das ist prinzipiell aber, denke ich, auch nicht viel langsamer. Also, ich würde sogar sagen, das ist, ja. Die Stampfattacke zu machen, das ist natürlich ganz dumm. Oder ganz schlau. Vielleicht ist es das Geheimnis. Ich weiß es nicht. Ja, da musste ich auch kurz abbremsen. Ah. Nein, wieder der gleiche Fehler. Auf der Statue springt man einfach zu weit. Da muss man dran denken, dass man auf dieser Statue nicht zu weit springt. Weil sie sich zu dir bewegt. Ich würde gerne weitermachen, danke. Na. Wenn wir das Ganze jetzt einfach nur nochmal fehlerfrei hinbekommen, dann ist alles in Ordnung. Ja, das war doch in Ordnung. Und da mache ich zweimal den Dreher. Ich weiß nicht warum. Und deswegen war ich zu nah an der Piranha-Pflanze dran. Ich mach den nie zweimal an der Stelle. Warum mache ich das? Ich spiele diese Stage jetzt 15 Minuten oder so. Und ich mache an dieser Stelle den Fehler immer wieder. Das ist so typisch. Das ist typisch Cornel. Weißt du? Warum lande ich jetzt oben auf der Palme? Frag einfach nicht. Jetzt bleibe ich an der Ecke auch noch hängen. Das ist. Echt zum Mäusemelken. Ja, ja. Das war zu weit vorne. Oh, es ist wirklich, also es ist... ja, jetzt heißt es einfach einmal durchkommen, ohne irgendwo den Fehler zu machen. Das hört sich zwar dumm an, weil das ist, glaube ich, der Sinn dieser Challenges, aber, ne? Jetzt bin ich mehrmals hinten angekommen, jetzt weiß ich den Weg und jetzt muss ich ihn einfach einmal umsetzen, ja. Und das kann bei mir manchmal länger dauern, manchmal nicht so lange. Das ist halt einfach, wenn ihr damit ein Problem habt, dann müsst ihr halt abschalten. Ja, das ist halt so, ne? Ist halt typisch Cornel, der kann sich nicht konzentrieren. Ich habe da einfach... ich werde gleich wahrscheinlich wieder irgendwo den gleichen... irgendwie einen dummen Fehler... ich mache halt immer so kleine Fehler, Flüchtigkeitsfehler. Das ist halt typisch ich. Das habe ich bestimmt schon mal erzählt. Ich habe in der Grundschule mal eine 6 im Diktat geschrieben. Ich hatte alles richtig. Ich habe keinen Rechtschreibfehler gemacht. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, wie du hast eine 6 bekommen? Weil ich 30 Mal... oder ich hatte 40 Fehler. Ich glaube, einmal hatte ich irgendwie doch ein E vergessen. Und ich habe 39 Fehler bekommen, weil ich die Punkte über dem I und über den Umlauten vergessen habe. Ja. Ich habe 35 Is oder so geschrieben und nirgendwo einen Punkt drüber gemacht. Ja, und weil meine Lehrerin hat so aufgeregt, dass man so ein perfektes Diktat so versaut, dass sie mir einfach mal die Fehler alle angestrichen hat und mir eine 6 dafür gegeben hat. So als Zeichen, weißt du?
Ich hatte deswegen keinen Stress oder so, aber so einfach mal hier, weißt du, pass doch mal auf. Und das habe ich schon immer. Das ist schon seitdem ich ein kleines Kind bin, ist es schon so. Und ich glaube, das habe ich auch schon mal vor den Herausforderungen gesagt. Hier wird mich etwas killen und das ist meine Flüchtigkeitsfehler. Ja, und ja, das ist Konzentration und ich, das ist immer so ein bisschen schwierig. Ein bisschen. Das ist einfach ein. Das beißt sich, das Thema. Ich könnte hier schon seit 10 Minuten fertig sein, wenn ich mich konzentrieren würde. Ich könnte jetzt mal meine Klappe halten und dann wird es wahrscheinlich nach 2 Versuchen klappen. Aber es ist ja auch ein Let's Play und das macht es natürlich auch interessant, ja. Es ist halt ein Let's Play. Im Let's Play wird es alles nochmal ein bisschen schwieriger. Und vor allen Dingen, wenn es dann so um Zeit geht und ich sehe die Zeit hier die ganze Zeit neben mir. Vielleicht muss ich das mal zunächst mal ausmachen, also wegmachen, dass ich nicht direkt sehe, wie lange der Part schon ist, weil das treibt dich so ein bisschen nach vorne, so ein bisschen in die Ecke. Du hast so ein bisschen das Gefühl, scheiße, du musst dir jetzt noch was schaffen und das ist dann extra Druck, der da aufkommt, der eigentlich nicht sein müsste. Ich weiß nicht, ob ihr das verstehen könnt, aber das ist, ja, das sind so die Fakten, die mir hier gerade einen Strich durch die Rechnung machen. Ah, und dass ich dagegen knalle, ist so unnötig. Oh, ich bin gesprungen, wirklich. Ja, Flüchtigkeitsfehler. Einfach nicht richtig auf die Sprungtaste gedrückt, beziehungsweise nicht richtig getimed oder so. Keine Ahnung. Fragt mich nicht. Da, dass ich da den Dreher mache, ist auch einfach pures Flüchtigkeitsfehler-Tum. Weißt du, so Altertum, Flüchtigkeitsfehler-Tum, Reichtum, lustig sein-Tum. Okay, das war ganz in Ordnung. Ja, und dann mache ich hier den Fehler, keine Ahnung warum. Ich dachte, ich war zu... Jetzt habe ich extra den Sprung kurz gesetzt, damit, weil der mir entgegenkommt. Und was passiert? Ich war, glaube ich, zu schnell oder so. Ich war wahrscheinlich an der Stelle noch nie so früh und deswegen kam er mir nicht entgegen. Das ist natürlich ärgerlich. Da habe ich jetzt nicht mit gerechnet. Krass. Damit habe ich nicht gerechnet. Wunderbar. Diese Münzen, die da immer aus den Palmen fliegen und so, die sind auch ein bisschen nervig. Nein. Da habe ich den Sprung ein bisschen zu tief angesetzt. Ach, fick dich. Ja, wir können jetzt nur noch warten, bis ich das halt einfach einmal auf die Reihe kriege. Aber ich würde gerne, dass wir bei den jetzt nicht wieder mutmaßen, wie der Cornel bei den schwierigen Sachen ist, weil, ne? Ich will jetzt nicht zu viel zu sagen, aber schwierige Sachen und so, das heißt nicht unbedingt, dass ich da... Ich werde da länger brauchen, ja. Ich denke, wir sind uns da bewusst. Das haben wir in einigen Let's Play schon gesehen, was man hier für Zeit verbringen kann in einigen Leveln. Aber, ne? Einfach mal kurz innehalten. Das heißt nicht, dass das hier so 1:1 auf hochgerechnet werden kann. Das will ich mir dann doch vorbehalten. Diese Art der Denke. Ach, wieso? Weil es immer wieder... Ja, ich würde einfach nur, weißt du, ich habe halt keine. Ich werde mich dazu dann auch nicht äußern, wenn. Ihr könnt natürlich auch schreiben und denken, was ihr wollt. Abgerechnet wird immer am Schluss. Das ist wichtig. Das muss man sich immer wieder vor Augen halten, ja? Vor allen Dingen, es ist einfach so. Weißt du? Abgerechnet wird immer am Schluss. Deswegen, abwarten, Tee trinken, Spaß haben. Das ist die Devise. Und man kann einfach nur hoffen, dass es funktioniert. Ai. Und ich mache hier große Kacke. Ist vielleicht auch nicht so unbedingt mein Tag. Ich spiele schon sehr lange. Ich will das dazu sagen.
Ich muss echt gleich erstmal los einkaufen und ich habe unglaublichen Hunger. Ich habe noch nichts gegessen heute, außer ein Toast heute Morgen, was voll eklig war, weil ich eine so eklige Salami habe, die richtig... Richtig eklig, ja. Zwar, das Leben ist schön, ne? Das kann man gar nicht anders sagen. Jetzt passiert wieder ganz viel random Shit. Ich weiß nicht genau warum. Naja. Ja. Jetzt fange ich wieder mit den Fehlern an. Weißt du, das ist so the way to be. Jeder andere würde sich immer stetig Stück für Stück verbessern. Bei mir ist es halt einfach, irgendwann klappt es oder es klappt nicht. Bei mir ist so eine. Ich habe immer das Gefühl, bei mir ist so eine richtige Kurve nicht zu sehen, oder? Das war auch bei der Knochentrockengrube so. Da war einfach keine Kurve zu sehen, dass ich hier irgendwie. Oh, er kommt immer näher? Nee. Ganz im Gegenteil. Das ist nichts Gutes, ja. Ich mag das auch nicht, aber es ist bei mir halt einfach so. Ich bin halt einfach so ein Typ. Ja, entweder es klappt oder es klappt halt nicht. Okay. Das war doch ganz in. Oh Mann, wieso? Guck es dir an! Das ist so ein Flüchtigkeitsfehler. Einfach nur, weil ich den Sprung ein Stück zu kurz setze. Und ich weiß nicht, warum ich das mache. Ich weiß. So ein dummer Flüchtigkeitsfehler. Und dann machst du so einen guten Versuch bis zu dem Punkt und dann kann er das nicht wiederholen, dann macht er das nochmal. Ach, es ist ein Traum. Aber mir macht Spaß und das ist die Hauptsache. Und ich hoffe, ihr habt Spaß und ihr könnt ein bisschen lachen und macht euch ruhig lustig über mich. Das ist überhaupt gar kein Problem. Aber seht nicht schwarz und so, ja. Das ist wirklich... Ja. Ihr müsst halt auch immer noch den Faktor des Let's Plays dazu rechnen. Der ist tatsächlich nicht ganz so klein. Zumindest bei mir nicht. Ja. guck. Das ist halt so... Ich weiß nicht, warum ich da gesprungen bin. Keine Ahnung. Frag mich das nicht. Ich weiß es nicht. Ja. Es ist halt einfach so, ne? Ich muss unbedingt die Uhr hier wegpacken. Wenn ich Challenges spiele, muss ich die Uhr wegpacken. Dann muss ich mir irgendwo mein Handy hinlegen, eine Stoppuhr starten und das umdrehen. Dass ich einfach zwischendurch mal gucken kann. Weil die Zeit... treibt dich. Ich habe das im letzten Part, glaube ich, schon thematisiert. Die Zeit, die treibt dich so unfassbar, weil du siehst einfach, oh, schon wieder eine Minute später, wieder eine Minute später, wieder eine Minute später und es ist der Wahnsinn, Alter. Die treibt dich einfach so unendlich, weil du halt du denkst halt die ganze Zeit, ich muss es schaffen, sonst wird der Part kacke, ich muss es schaffen, weil sonst wird der Part kacke. Davon muss man sich hier, vor allen Dingen hier bei den Challenges, komplett verabschieden von so einem Gedanken. Hier dauert das seine Zeit und das ist dann in Ordnung. Die muss man sich aber in Ruhe nehmen. Und nicht so. Ja, das ist halt. Aber ich kann es jetzt nicht wegmachen, weil da müsste ich aus dem Avermedia-Programm raus. Und das will ich nicht. So, das war bis hierhin wieder ganz in Ordnung. Gleiche Stelle, gleiche Welle. Und obwohl ich so einen großen Fehler gemacht habe, ist es nur noch nicht mal eine Sekunde, weißt du? Das ist wirklich so unfassbar tolerant gesetzt, die Zeit hier. Du kannst dir echt ein, zwei, drei kleine Fehler erlauben und ja, ich muss es einfach nur mal halbwegs ordentlich nach hinten bringen. Da wollte ich eigentlich rutschen, aber irgendwie hat er es nicht gemacht. Frag mich nicht warum. Ich habe irgendwie nicht die Kraft im Daumen gehabt, dass ich da... Ne? Ist auch egal. Wieso passiert das so? Ich weiß es nicht, wieso? Ich weiß es nicht, wieso? Ich weiß es nicht, wieso passiert das so? Ich hab heute schon so viel aufgenommen, ne? Das ist der Wahnsinn, Alter. Ich habe schon 5 NSMBU-Parts gespielt. Und da war der letzte... Ich bin voll dumm. Ich bin so dumm.
Ich habe 5 NSMBU-Parts heute aufgenommen, weil ich einfach voll Bock auf das Spiel hatte. Und im letzten Part habe ich schon gemerkt, dass ich angefangen habe zu failen. Weil es einfach dann zu viel war oder so. Und danach dachte ich mir natürlich, komm, machst du die Challenges jetzt noch? Ja. Ich hätte mir vielleicht einfach ein bisschen Zeit lassen nehmen sollen. Ich hätte vielleicht erst einkaufen gehen sollen. Guck, der, so ein Fehler, weißt du? So ein Fehler, ist so dumm. Ich hätte vielleicht erstmal einkaufen gehen sollen und ein bisschen klarkommen sollen und dann nochmal NSMBU oder so. Es war einfach auch eine schlecht. Es war schlecht gesetzt von mir, ja, tatsächlich. Ich hätte es besser wissen müssen. Ihr seht es, ich guck, was ich hier für einen Scheiß mache. Das ist der Wahnsinn. Das ist der Wahnsinn. Naja. Ich hoffe, ihr habt Spaß an den Parts. Ich hoffe, ihr könnt euch das trotzdem geben. Und wenn nicht, ist mir auch egal. Ich würde die Herausforderung aber auch ganz gerne vor New Super Luigi U raushauen. Weil, also beziehungsweise fertig haben. Einfach nur aus dem Grund, weil ich sie fertig haben will bis dahin. Das wäre eigentlich ganz geil. Oh, fuck. Guck mal, wie viel Zeit man da hat, ey. Und ich habe da sogar einen kleinen Fehler gemacht. Ist der Wahnsinn, ey. Ist der Wahnsinn. Es ist schon ein bisschen peinlich. Es ist mir peinlich, ja. Weil das ist wirklich, ne. Es hat dumm gesagt, aber es ist nicht so schwierig. Ist egal, wir haben es jetzt geschafft. Und wir haben ja auch noch ein, zwei Challenge vorher geschafft, glaube ich. Und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis dann und ciao, tschüss, euer Kornel.